Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Ihr habt es im Titel schon gelesen, es geht um die Diskussion, welcher Kameramodus ist denn eigentlich der bessere? Der A-Modus, also die Blendenvorwahl, oder der S-Modus, also die Zeitvorwahl? Ich hatte kürzlich eine interessante Diskussion mit einem Teilnehmer bei einem meiner Fotowalks. Dieser Teilnehmer, übrigens sehr sympathisch, liebe Grüße gehen raus, wenn du dich erkennst, der hatte den folgenden Ansatz. Ich selber sagte ihm, ich würde Vögel im Flug immer im S-Modus fotografieren, denn damit kann ich die Zeit vorwählen, zum Beispiel eine 2000stel, damit ich garantiert sicher sein kann, dass der Vogel im Flug auch tatsächlich eingefroren ist. Denn wenn ihr auf eine 400stel zum Beispiel gehen würdet, dann würde das dazu führen, dass der Vogel, naja, sagen wir mal, nur noch zu 20% scharf ist. Das kann zwar auch schön aussehen, weil dann die Schwingen weich werden, aber es ist natürlich etwas schwieriger, dann exakt so mit dem Vogel mitzuschwenken, damit dann der Körper des Vogels auch scharf ist. Dementsprechend würde ich eben die Zeitvorwahl wählen, denn dann kann ich den Vogel im Flug einfrieren, weil ich kann der Kamera sagen, hey, mach das Bild mit einer 2000stel, koste es, was es wolle, mach die Blende so weit auf, wie du willst, wie viel Licht du halt einfach brauchst, denn es gibt ja unterschiedliche Lichtsituationen, mal haben wir Wolken, mal haben wir Sonne, und mach die ISO automatisch, damit das Bild ausgewogen belichtet ist. Und der Teilnehmer meinte dann, nein, das würde er gar nicht machen wollen. Er nimmt lieber die Blendenvorwahl, denn damit kann er immer das Bokeh bestimmen in der Vogelfotografie. Und die Kamera ist ja sowieso gezwungen, das zu nehmen, was sie nehmen kann. Nur das, was ihr übrig bleibt. Und ich bin anderer Meinung. Ich zeige dir aber in diesem Video, wie du trotzdem im A-Modus dieses Bild fotografieren kannst, und vielleicht hat der Teilnehmer das auch gemeint, aber wir haben diese Diskussion dann gar nicht mehr größer vertieft. Also ich zeige dir in diesem Video, was es bedeutet, wenn du im S-Modus fotografierst, was es bedeutet, wenn du zum Beispiel ein schnelles Objekt im A-Modus fotografieren willst. Das funktioniert nämlich nicht immer gut. Und ich zeige dir aber dann auch den Trick, wie du auch im A-Modus trotzdem in die Verschlusszeit eingreifen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Okay, dazu nehme ich das Kamerabild jetzt mit einem Rekorder auf. Also es muss dich nicht irritieren, wenn ich öfter mal nach unten schaue, denn da ist der Rekorder. Und den habe ich jetzt mal auf Aufnahme gestellt, sodass das interne Kamerabild aufgezeichnet wird. Okay, ihr seht schon folgendes Problem. Ich zeige euch das erstmal im M-Modus, um was es eigentlich geht. Es geht eben darum, fotografiere ich jetzt mit einer 200stel, dann wäre zum Beispiel ein Vogel im Flug völlig verwackelt, weil es einfach viel zu lang ist. Und wenn ich jetzt mit einer 1000, naja, machen wir gleich eine 2000stel fotografiere, dann bedeutet das natürlich bei einer ISO 80 rechts unten, dass das Bild viel zu dunkel wäre. Und Blende 6.3 lasse ich jetzt mal eingestellt, weil zum Beispiel ein Teleobjektiv Sony 200 bis 600, das hat jetzt bei 600 mm einfach diese 6.3, mehr geht nicht, heller wird es nicht. Und somit lasse ich das jetzt mal simuliert hier an diesem Objektiv. Und jetzt würde es nur noch helfen, indem wir praktisch die ISO nach oben stellen, bis das Bild ausreichend belichtet ist. Im Himmel brauchen wir da nicht so viel ISO, da würde der Belichtungswarner mit dieser 2,0 blinken. Und im dunkleren Bereich, also wenn die Gans oder das Tier vor den Büschen fliegt, dann wäre eine ISO 640 tatsächlich zu dunkel. Das zeigt uns jetzt auch der Belichtungswarner in der Mitte unten mit einer minus 2. Also wir haben zwei Belichtungsstufen unterbelichtet. Das heißt, wir müssten jetzt die ISO so lange hochdrehen, bis das Bild ausgewogen belichtet ist. Und genau das macht die Kamera natürlich auch im S-Modus. Das kann ich euch jetzt allerdings nicht demonstrieren, weil mein Objektiv immer auf eine 2,8 aufreißen würde. Ich kann es ja trotzdem mal kurz machen. Okay, das könnten wir vielleicht mit der ISO so ein bisschen simulieren. Ich gehe jetzt mal hier auf eine ISO, die vielleicht halbwegs verträglich ist. So, egal was ich jetzt für einen Regler verwende, wir nehmen jetzt sozusagen immer die Verschlusszeit, weil wir ja im Zeitvorwahlmodus sind. Das heißt, ich wähle immer nur die Zeit vor, den Rest macht die Kamera. Dazu hätte ich jetzt natürlich die ISO auf automatisch, kann ich jetzt aber nicht simulieren, weil dieses Objektiv immer sofort auf eine F2.8 gehen würde. Deswegen habe ich die jetzt mal ein bisschen angehoben, dass wir auch die Blende so ein bisschen niedrig lassen können. Und ihr seht also, wenn ich jetzt länger gehen würde, dann würde die Kamera die Blende schließen. Und wenn ich das Ganze verkürze mit der Zeit, dann würde sie die Blende natürlich öffnen. Und das ist auch der Modus, mit dem ich Vögel im Flug fotografiere. Ja? Das heißt, ich habe eine 2000stel vorgewählt, die Blende 6,3, mehr geht sowieso nicht, also wenn ich ein Teleobjektiv habe. Und die ISO lasse ich auf automatisch und lasse die Kamera einfach arbeiten. Der Teilnehmer hat aber gemeint, das geht doch im A-Modus ganz genauso. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, dass das nicht so einfach ist.
Ich weiß, was er meint, aber es ist nicht ganz folgerichtig. Simulieren wir das mal. Wir stellen die ISO auf automatisch im A-Modus ein und ich zeige euch das Grundproblem. Also, wir haben jetzt hier sozusagen eine Automatik eingestellt und die Kamera versucht jetzt immer, die Belichtung unten in der Mitte auf 0,0 zu lassen. Ja, das heißt, wenn ich in den Himmel ziele, dunkelt die Kamera das Bild ab und bleibt auf 0,0. Das heißt, sie braucht dann eine 1/5. Und wenn ich nach unten gehe, in den schattigen Bereich, braucht sie eine 1/100. Und genau da beginnt das Problem. Ja? Also, ich lasse jetzt mal die 6,3 eingestellt, weil mehr geht jetzt sowieso nicht an einem Teleobjektiv. Ja? So, und jetzt haben wir nämlich genau das Problem. Fliegen die Gänse im Himmel bei gutem Licht, bei Tageslicht oder sogar gegen die Sonne, so wie jetzt, dann habe ich natürlich gute Karten, denn ihr seht schon, dann nimmt die Kamera eine 1/4 und ich könnte jetzt problemlos hier ratatatat mit einer 1/4, mit einer 2/2 von mir aus bis hierhin noch irgendwo, könnte ich jetzt hier problemlos die Gans im Flug einfangen. Aber jetzt kommen wir genau zur Problematik. Sobald das Tier in den dunkleren Bereich fliegt oder ihr fotografiert am Abend, so wie es zum Beispiel bei diesem Bild gewesen ist, die Sonne ist untergegangen gewesen und plötzlich kommen Gänse angeflogen, dann würdet ihr im A-Modus ein großes Problem haben, denn dann könntet ihr nicht mit einer 2/1 fotografieren, denn die Kamera macht im Grunde, was sie will, was sie braucht, damit sie das nötige Licht bekommt. Ich zeige euch das. Wir sind jetzt hier im schattigen Bereich, obwohl die Sonne hier in die Wiese scheint. Wenn jetzt hier die Gans fliegen würde und ich würde hier fokussieren, würde die Kamera natürlich sagen, hey, du hast gesagt, ISO darf ich auf Auto lassen. Dann lasse ich die natürlich ziemlich weit unten. Und das ist nämlich genau unser Grundproblem. Die Kamera würde immer die ISO priorisieren, denn ISO verursacht ja Bildrauschen. Das heißt, die Kamera würde immer sagen, auch im A-Modus, die ISO lasse ich so niedrig wie möglich, wenn ich noch Reserve in der Zeit habe. Dass sie aber Reserve in der Zeit hat, weiß sie ja gar nicht, weil die Kamera ja nicht versteht, ob sie etwas Schnelles oder etwas Langsames fotografiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach das Gras fotografieren würde, dann wäre eine 1/100 völlig in Ordnung, denn ich habe ja hier ein 28mm Objektiv momentan eingestellt. Wenn ich jetzt aber hier an derselben Stelle ein schnell bewegtes Objekt habe, das weiß ja die Kamera nicht, so intelligent ist sie noch nicht, dann würde sie hier auch eine 1/100 nehmen. Und wenn das ein Hund ist, der gerade im Spurt ist, im Endspurt, dann ist er natürlich mit einer 1/100 gänzlich unscharf. Das heißt, der A-Modus ist an dieser Stelle nicht unbedingt, der Trick kommt gleich noch, die richtige Wahl. Ja? Weil eben die Kamera versucht, die ISO niedrig zu halten, wird sie immer erst eine längere Verschlusszeit priorisieren, auch mit einem Teleobjektiv, auch bei Gänsen im Flug, die dann vielleicht ein bisschen tiefer fliegen. Die Bäume sind im Weg, die Kamera reißt auf, weil sie denkt, das Bild ist dunkel. Dementsprechend ist die Zeit zu lang, die Gänse werden alle unscharf und ihr wundert euch dann letzten Endes. Ja? Das heißt, in hellen Bereichen mag das funktionieren mit der blendenden Vorwahl, weil die Kamera dann eben eine kurze Verschlusszeit nimmt. Aber sobald das Tier oder was ihr auch immer, ein Kleinkind zum Beispiel auch. Ja? Wenn ihr jetzt ein Kleinkind im A-Modus fotografiert, dann ist das schön, wenn es still sitzt und ihr könnt die Blende, mit der Blende spielen. Ihr möchtet ein weiches Bokeh und macht die Blende auf. Dementsprechend ist das Kind dann schön fotografiert. Sobald das Kind aber rumrennt, ist der A-Modus nicht unbedingt die beste Empfehlung dazu, denn dann macht die Kamera mit der Zeit, was sie will und das wollen wir ihr nicht erlauben. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Trick, den wir trotzdem anwenden können. Und zwar ist das bei den Sony-Kameras ein ganz schöner Trick. Okay, die Option, die wir also brauchen, lautet hier im Menü auf Seite 9 bei der A7 R3 zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob das andere Kameras anbieten. Ich glaube, viele der anderen Marken bieten sowas auch an. Wir können also der Kamera sagen, wie lange soll sie denn die ISO niedrig halten. Also wir können sie praktisch dazu ermuntern, die ISO früher hochzufahren, damit wir unsere kurze Zeit trotz dem, dass wir im A-Modus sind, beibehalten können. Ja? Und das zeige ich euch jetzt. Wir gehen hier einfach rein und sagen, du darfst nur maximal, ich zeige euch das nochmal, eine 1/500 verwenden. Das heißt, sie soll alles dafür tun, eine 1/500 zu halten, obwohl wir die Blende selber bestimmen. So, da gehen wir rein und ihr seht, gerade hatten wir hier noch eine 1/125, wenn ich ins Gras geschwenkt bin. Jetzt hält er hier eine 1/500. Wenn ich jetzt andrücke, dann sehen wir, er geht mit der ISO rauf. Da hat man gerade ISO 100 stehen. Jetzt haben wir hier ISO 500 stehen. Und das bedeutet, die Kamera versucht jetzt mit allen Mitteln hier eine 1/500 zu halten. Und das ist natürlich der Trick, den der Teilnehmer vielleicht im Hinterkopf hatte und ich jetzt in der Diskussion gar nicht mehr dran gedacht habe. Aber ihr könnt natürlich sagen, hey, ich bin zwar im A-Modus,
Aber ich möchte, liebe Kamera, dass du immer mindestens eine Tausendstel verwendest. Das ist ja auch schon mal praktisch bei Vögel im Flug. Eine Tausendstel, da können wir schon was mit anfangen. Ja? Also, das heißt, ihr seht, selbst im dunklen Gras, in Anführungszeichen dunkel, wenn ich jetzt andrücke, muss er natürlich die ISO dann auf eine 1000 oder auf eine 1250stel erhöhen. Das ist auch richtig so, denn er soll ja die 1000 halten. Trotzdem habe ich aber die Flexibilität, mit dem Rädchen nur die Blende zu verstellen. Und das ist eben ein schöner Trick, den wollte ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben. Also, der A-Modus ist nicht unbedingt dazu geeignet, Vögel im Flug zu fotografieren oder schnelle Objekte immer zu fotografieren. Die Logik dahinter war ja, naja, die Kamera kann ja sowieso nichts mehr ändern daran. Ja? Also sie kann ja sowieso nicht mehr Licht draus machen. Doch, das ist eben schon so. Sie kann sich nämlich zwischen der ISO oder der Zeit entscheiden. Und sie lässt die ISO niedrig, macht die Zeit lang. Und da haben wir eben das Problem, dass wir schnelle Objekte unscharf haben. Aber mit diesem Trick, den ich euch jetzt vor kurzem oder am Ende gezeigt habe, könnt ihr es schaffen, dass die Kamera dann eben die Zeit doch noch so ein bisschen berücksichtigt, obwohl ihr im A-Modus seid. Mir hat es gefallen, dass ihr reingeschaut habt. Mich würde mal eure Meinung zu dem Thema interessieren. Postet sie gerne mal unten in die Kommentare. Euch noch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.